Das ist eine Super Mario Piranha Lampe. Also die Piranha Pflanze, die dürftet ihr wahrscheinlich auch kennen aus den Super Mario Spielen. Die kommen ja immer aus den Röhren raus und sind hinderliche Gegner. Und die haben wir auch als Lampe. So, und da schauen wir uns doch mal an, wie die aussieht. Und die schnappe ich mir mal von hier. Ich habe die nämlich schon mal hier vorbereitet. So, dann nehme ich mir die mal hier entgegen. Und zwar haben wir hier diese Piranha-Lampe. Also ihr seht schon mal, die Größe ist ein wenig gewachsen. Sie wächst mir über den Kopf. Passt sie noch drauf aufs Bild. Da wird es schon schwer. Und jetzt seht ihr schon das erste Feature. Ich kann den Kopf bewegen. Also den Hals kann ich bewegen. Und kann mir die Piranha-Pflanze dementsprechend so positionieren, wie es meiner Meinung nach am besten ist. Wo halt eben gerade mein Mario rumhüpft. Ne? Ist man relativ ziemlich frei. Ihr seht halt, klar, die klassische Mario-Tube, aus der sie kommt. Wir haben den Hals, wir haben ein paar Blätter mit dran. Und dann die bösen, bösen Zähne. Wenn man drauf springt, frisst sie halt ein. So, jetzt ist sie so rum, auch richtig rum, würde ich jetzt mal sagen, weil jetzt haben wir die Zunge nämlich unten. In dem Fall auch wieder per USB-Kabel anschließbar. Wir haben ein relativ langes USB-Kabel mit dran, diesmal aber direkt fest verbaut. Dafür umso länger. Auch hier wieder, USB-Steckdosen sind nicht mehr die Seltenheit oder halt eben ein USB-Lader in die Steckdose, dann könnt ihr es anschließen. Finde ich eigentlich ganz entspannt inzwischen, wenn man einen Standard hat. In dem Fall haben wir hier auch einen Schalter mit dran am Kabel. Und wir stöpseln sie uns mal ein und schauen uns mal an, wie das Licht mit der Lampe so aussieht. So, jetzt leuchtet sie auch schon. Ihr könnt sie euch also so ein bisschen als Schreibtischlampe positionieren. In dem Fall schauen wir uns mal an, wie es im Dunkeln aussieht. Ja, vielleicht nicht unbedingt das Licht so ganz in die Kamera. So. Hier sieht man natürlich jetzt am Ende nur noch hauptsächlich das Licht. Ihr seht ein bisschen, dass es durchscheint. Hier haben wir auch wieder vorne einen schönen Kunststoff, so dass wir auch ein bisschen haben. Aber wir können jetzt halt tatsächlich ziemlich gerichtet unser Licht als Lampe nutzen. Ja? Also wenn ich das jetzt hier so ein bisschen drauf will. Hier ist jetzt schwarz auf schwarz, ist nicht so wirklich viel Licht, aber ihr seht ja hier, ne? Da seht ihr schon, dass es dann gute Helligkeit hat. Da kann man sich dann schon mal was beleuchten, so als kleine Schreibtischlampe finde ich das ganz cool. Und man kann sie sich dann halt eben auch wirklich positionieren, wie man will. Das sieht dann halt schon ziemlich nice aus, ne? Also der ganze Kopf, also die, ich mache mal Licht an, damit wir sie wieder besser sehen. Ganze Form und alles, das sieht halt schon ziemlich cool aus. Und wenn man sie sich dann halt wirklich ein bisschen platziert, dann hat man halt die Piranha. Also wenn man sie einfach nur so hinstellt, hat man schon eine ziemlich coole Piranha-Deko, also Piranha-Deko-Pflanze. Das macht schon mal ziemlich cool her. Und dann eben mit einem extra Feature, wir haben auch Licht. Finde ich nice, finde ich cool. Ja, was sagt ihr?